Yeah! Der erste Track nach Covid-19. Ich hoffe, man hört mir meine Corona-Stimme nicht mehr zu sehr an. Ich erfüll jedermanns Erwartungshaltungen, bis sie platzen mit kalkulierten, doch für dich nicht kalkulierbaren Praxen. Die standardisierte Denkmuster mit Endrhetorik unterbrechen und kritisiere nicht, nein, jeder Song ist human shaming. Ich bin die dunkle Ecke deiner sonst so runden Playlist, denn ich richt den Inhalt meiner Mucke nicht nach Kunden-Tracing. Nein, ich bezieh noch Stellung, garantier mit Clusterfuck und spuck auf Spaziergänger beim Fackelmarsch. Die sind mit ihrem reichsbürgerlichen Rechts- und Ordnungshüter waren sowieso nicht die hellsten Kerzen auf dem Tortendiagramm. Die Soße fängt schon damit an, dass die absolute Zahlen in beengte Kohärenz zwängen mit Prozentualen. Aber wenn du wirklich glaubst, dass das Kollektive dahin sich in durch provozierte Impfschäden aller Steuerzahler Bestandteil einer Agenda ist, auf Politik-Terminplänen brauchst du vermutlich schon bald wegen Long-Covid-Gehirntraining. Kurzes Comic-Release mit Statement. Wenn die Impfung wirklich tötet, halt ich Postmortem mein Stil-Level. Liefer den Stoff, aus dem Verschwörungen gestrickt sind, und bring noch mit Burnout Telegram-Server zum Überhitzen. Börsenlinguistik, körperliche Fitness, anomale T-Zellen durch mRNA-Spritzen. Ich krieg eine modulierte Zellstruktur vom Genlabor. Ich bin seit der Boosterung unmenschlicher als je zuvor. Genesen, geboostert und unzerstörbar. Denk mal lieber darüber nach, ProRipper. Ich bin ein schmieriger Typ, aber Viren geprüft. Mein Immunsystem geupdatet per Windows-Menü. Höchste Zeit, dass ich mal wieder widerlich gehässig, doch mit lyrischer Finesse etwas Widerwillen breche. Denkst du wirklich, dass ein Shitstorm mich verängstigt? Ich bin nach 10 Jahren Hate, Kommentare, ne Video-Battle Legend und schlaf danach auch nicht schlechter als noch in den letzten Nächten mit nem süffisanten Lächeln nach paar Whisky-Shot-Getränken. Allgemein seh ich Drohungen als Business vor Geplänkel. Entscheidest du dich dagegen, lebst du mit den Konsequenzen. Klar halt ich nicht jeden Skeptiker für dämlich, doch für den Beweis des Gegenteils kenn ich dich zu wenig, was nicht heißt, dass ich dich kennenlernen möchte. Ich vermenschliche nicht jedes Individuum mit ihren Aktivitäten, eben jene, die glauben, was sie in Kettenbriefen lesen. Clusterfuck ich, ohne davor je ein Safe Word festzulegen. Esoteriker-Spinner, die Nebenwirkungen twittern, sich gegenüber Medizinern als ebenbürtig betiteln und von Staatsaffären reden und Vertuschungsaktionen riechen nach Langzeitschäden wegen der Virusmutationen. Sorry, ich spiel nicht nach euren genetischen Regeln, mach Suizidalmusik, doch werd ihr jeden überleben.